Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wer das letzte Video mit dem Action Live Haul gesehen hat, weiß Bescheid, dass ich ja beim Action einkaufen war. Ich habe euch ja live mitgenommen im Geschäft und habe euch versprochen, dass ich euch zu Hause nochmal einen richtigen Haul abdrehe, wo ich euch zeige, was ich alles gekauft habe. Ich habe insgesamt 86 Euro ausgegeben, ist eigentlich gar nicht so viel. Eigentlich gar nicht so viel, wenn man betrachtet, wie viel groß die Tüte ist. Moment. Das ist die Tüte, die ist rammelvoll. Und ich würde mal sagen, starten wir gleich ins Video. Und ich zeige euch, was ich dort Schönes geshoppt habe. Ich meine, Action sagt natürlich jeden was. Oder das ist sowas ähnliches wie Teddy oder Nanunana. Also ein Geschäft, na, wobei eigentlich nicht, oder? Nanunana hat doch keine Kosmetiksachen, oder? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall irgend so ein Trödeldings da, wo alles drinnen ist. Von Haushalt bis Deko bis Lebensmittel bis Klamotten bis Spielzeug. Alles gibt es in diesem Geschäft. Einfach voll krass. Ich liebe Action einfach. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich mal, was ich hier Schönes in der Tüte habe. Also ich fange gleich mit den Snacks an. Und zwar habe ich diese mitgenommen. Super Chips von Lay's. Von Lay's gibt es ja immer diese Bugles oder Buggles. Kennt ihr? Die schauen aus wie so Tornados. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Die sind so spitz und ja, ich habe diese noch nie bisher gesehen, die sind so gewellt und wollte die mitnehmen. Sweet Chili Flavor, wahrscheinlich super scharfe Chips, die außer Patrick niemand essen kann und ich wahrscheinlich auch, aber ja. Dann habe ich Cheetos mitgenommen. Cheetos ist so ein typisch amerikanische Marke. Kennt man halt aus Amerika, gibt es bei uns ja nicht im Supermärkten. Deswegen habe ich es unbedingt mitnehmen wollen. Cheetos Crunchitos. Cheesy Flavor. Ich mag ja normalerweise solche cheesigen Dinge gar nicht. Die stinken ja immer so ein bisschen nach Popo. What? Keine Ahnung, Käse halt, aber irgendwie finde ich, riecht es ein bisschen unangenehm, oder? Was sagt ihr? Kennt ihr so Käse-Dinger? Mögt ihr die? Also bei uns, glaube ich, mögen die nicht alle Kinder. Also ich glaube, wenn, dann vielleicht Patrick oder so. Dann habe ich für die Kinder auch Chupa Chups mitgenommen. Die lieben ja, ach, da kann man gleich sogar sehen, das ist die Lieblingssorte von denen. Da ist Erdbeer mit Vanille oder Milch auf jeden Fall so. Das ist, die lieben das. Und deswegen habe ich da gleich zwei Pakete mitgenommen, weil das ist immer so ein Mix. Aber ja, hier und da mal ein Lolli ist natürlich für die Kinder. Was haben wir hier noch? Ich habe für mich richtig gut zugeschlagen bei den Tops, weil die haben mich schon länger angesprochen. Die bin immer schon wieder vorbeigegangen. Also immer wieder, wenn ich beim Action war, habe ich die gesehen und nie gekauft. Heute habe ich zugeschlagen. Und zwar habe ich mir so einen Spaghetti-Topf. What? Spaghetti-Topf. Hi, okay. Also ein Spaghetti-Top mitgenommen, das schaut so aus, das hat hier so auch, wie sagt man, im Dekolleté so ein Spitzenmuster. Do you see? Deswegen, ja, das habe ich mitgenommen. Dann habe ich mir hier noch einen Spaghetti-Top mitgenommen, aber halt simpel hier, wie ihr seht. Also hier gibt es kein Spitzendings da, also ganz normal. Größe L, ja, ich habe hier Größe L genommen. Dann nochmal ein schwarzes Tanktop, aber diesmal halt kein Spaghetti-Top, sondern Tanktop, also mit den breiten Trägern. Ich trage vor allem im Sommer sehr, sehr gerne Tops, so, ja, so trägerlose, nein, nicht trägerlos, wie heißt das? Ärmellose Sachen, so Tops. Deswegen habe ich mir da so einige mitgenommen, weil ich habe immer so Tops eigentlich, so im Haus und im Garten. Aber die, was ich jetzt zu Hause habe, die sind schon ein bisschen ausgeleiert, nicht mehr so schön. Deswegen mussten neue her und die fand ich recht günstig. Das Ganze habe ich dann auch in Weiß mitgenommen. Also hier einmal mit der Spitze hier und einmal hier ohne, also quasi normal Spaghetti. Leider gab es keine Tanktops mehr in Weiß. Das war leer, also wahrscheinlich war das ausverkauft. Jo. Dem Philipp habe ich auch was zum Anziehen mitgenommen. Ich habe da nämlich so eine süße Baby-Sweat-Hose gefunden, so eine kurze. Und er braucht eh für den Garten so kurze Hosen. Und da habe ich ihm halt so eine Größe 86 mitgenommen. Die ist von quasi 12 bis 18 Monate. Philipp wird er 18, also im Juli wird er 18 Monate. Für draußen, also auf jeden Fall sehr, sehr schön. Schaut ihr aus. Ich kann sie euch mal auch ausgepackt zeigen. Die schaut nämlich mega süß aus. So in Blau und die ist auch ja, so dünn, also jetzt nicht so dick, perfekt halt für den Sommer, ne? Wenn sie jetzt zu dick wäre und das Baby schwitzt, macht das gar keinen Sinn. Dann habe ich mir auch Unterhosen mitgenommen. Ja, hier ist jetzt nichts Besonderes, einfach nur Unterhosen. Größe L auch und ja, Bambu steht, super komfortabel. Die fühlen sich auf jeden Fall ja sehr nett an. Irgendwie cringe, oder? Was soll man im Unterhosen schön sagen? Ah, und dann habe ich was richtig Cooles gefunden. Ich habe mir nämlich so Hausschuhe gekauft. Ich habe schon Hausschuhe in
in Fellform. Ich zeige es euch, diese zum Beispiel. Die habe ich bei Amazon gekauft. Zu Hause habe ich mehrere, weil ich haue die manchmal in die Waschmaschine. Wenn die zum Beispiel ja, wenn die mir zu dreckig sind oder so. Oder wenn ich zum Beispiel mal meine Füße eingecremt habe und dann trotzdem in diese Flauschpatschen mit den Füßen reingehe, weil ich vergesse oder nicht dran denke, dann werden die ein bisschen schmutzig. Und das ist das Coole, man kann die einfach in die Waschmaschine packen. Deswegen habe ich zwei Paar zu Hause. Und für den Garten brauche ich auch welche. Und da habe ich die gefunden, weil die haben so eine coole Sohle, also so eine Outdoor-Sohle. Größe 38 und ich glaube, die haben 6 Euro oder so gekostet. Auf jeden Fall richtig cool. Dann habe ich mir für den Haushalt auch was mitgenommen. Ich fand das so richtig cool, dieses Gel. Wir haben so in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit unserem Geschirrspüler oder mit den Geschirrspüler-Tabs. Die machen das Geschirr nicht mehr richtig sauber, habe ich das Gefühl. Also da bleiben manchmal so im Glas so Reste drinnen. Also jetzt nicht Schmutz, sondern irgendwie so wie kleine Sägespäne oder so schaut das aus. Papa und ich haben schon spekuliert, dass eventuell so Sägespäne vielleicht in den Geschirrspüler-Tabs drinnen ist oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen Input dazu geben, habt ihr das auch? Auf jeden Fall wollte ich mal das Flüssige hier probieren. Das ist halt so ein Geschirrspülmittel in Flüssig, also anstatt in Tabs, so in Flüssig, so wie man es halt von der Waschmaschine kennt. Und ich wollte das halt mal ausprobieren und habe hier halt von der Somat-Marke eins mitgenommen. Ja, das ist auf jeden Fall von der Haushaltsabteilung. Ich sehe jetzt wieder Süßigkeiten, egal, machen wir so weiter, wie es sich findet. Ich habe für die Kinder auch eine M&M-Schokolade mitgenommen. Unsere Kinder lieben ja die gelben M&M's, also die mit den Erdnüssen. Das ist eine Schokolade halt, die Erdnüsse drinnen hat und dann auch so Smarties, oder diese Smarties, nein, M&M's. Dann habe ich den Kindern auch Marshmallows mitgenommen. Die mögen Marshmallows und ich liebe auch Marshmallows. Also ich muss es jetzt nicht oft essen, aber wenn ich mal Lust drauf habe, dann ganz lecker. Ja, dann, was haben wir denn da? Den Kindern habe ich so Pflaster mitgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist ein großer Pflasterverschleiß, weil wenn die Kinder irgendwo einen kleinen Kratzer haben oder irgendein Aua oder so, zum Beispiel bei der Luisa, also Luisas Alter, 4 Jahre, da waren die alle Kinder so, egal ob Patrick oder Michelle, Louis, Lara, alle so. Wenn sie ein Aua haben, dann brauchen sie ein Pflaster und das ist irgendwie so ein Placebo für sie. Das ist dann so, das Aua wird dann wieder gut, wenn ein Pflaster drauf klebt. Auch wenn das jetzt nicht blutet, ne? Ein Pflaster klebt man ja nur, wie Erwachsene zumindest, wenn das blutet. Alle Kinder brauchen das mental, also unsere zumindest. Und die haben sich das, glaube ich, irgendwie voneinander abgeguckt. Ja, Lara, Michelle und Patrick sind da schon rausgewachsen natürlich. Luisa noch nicht und der Philipp ist noch nicht so weit, aber wahrscheinlich wird er dem auch folgen. Deswegen habe ich diese süßen Pflaster gekauft, weil bei uns immer Pflaster-Notmangel ist. Und die sind so süß, die haben ein Monster da drauf. Dann habe ich hier eine richtig... Upala. Noch drin. Eine richtig coole Silikon-Toilettenbürste mitgenommen, weil die, also ich habe die schon öfter mal gesehen, auch bei Amazon und wusste nicht so manche, die bei Amazon kosten manchmal richtig viel, aber ich habe halt voll viel Gutes davon gehört, darüber gehört, weil die ist halt, dass die Klobürste halt keine Haare hat, so eine Silikon-Dinger. Man kennt das, es gibt auch so Silikonbürsten fürs Geschirr. Sollen auf jeden Fall antibakterieller sein. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Kann man sich so zusammendrehen, werde ich dann später mal machen. Und dieses Aufbackbecken hier, das kann man ja auch auseinanderbauen und waschen, was ich auch cool finde, weil ich tue das ja auch immer waschen. Also wenn ich die Toilette putze, putze ich das Teil auch immer mit, weil ich finde, das ist ekelhaft, wenn man das... nicht mitputzt, weil es stinkt ja dann auch und so. Ja. Klo-Talk hier mit Diana. Klo-Putz-Talk. Aber ja, das gehört halt dazu. Dann habe ich was richtig Cooles gefunden. Boah, wird sich denken, ob ich nicht ganz dicht bin. Aber ich habe mir eine Fugenbürste gekauft für die Badfugen. Ich habe mir da nämlich so einen coolen Reiniger bestellt. Werde ich euch auf jeden Fall gerne mal zeigen. Vielleicht auf Instagram oder vielleicht auch hier, wenn ihr Bock habt. Da habe ich mir diese Bürste gekauft und mir gedacht, dann kann ich halt die Fugen damit reinigen. Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Habe das jetzt durch Zufall entdeckt und habe es einfach gleich mitgenommen. Schaut so aus. Eine Bürste. Und da kann man halt so die Zwischenräume, denke ich mal, gut damit reinigen. Ich hoffe es. Ich habe 1 Euro dafür ausgegeben. Ich hoffe, der Papa denkt sich nicht, ob ich einen Vogel habe. Vielleicht ein bisschen. Dann habe ich noch diese Bürste mitgenommen. Der Papa hat es schon öfter gefragt, auch für unsere Gartenmöbel draußen. Ja, dass wir, wenn du mal was schrubben willst, er hat immer eine Bürste gesucht. Und jetzt habe ich die perfekte Bürste gefunden. Weil die kann man auch super halten. Und sie hat hier wirklich harte Borsten. Und da kann ich vielleicht mal so fett rubbeln und dann den Hühler absaugen. Aber es geht einfach um diese Bürste, dass ich was richtig Gutes zum Rubbeln habe. Ne? Ja, dann habe ich hier noch diverse Getränke mitgenommen. Ich habe hier 3 Sorten, was ich zeige euch, Chupa Chups Getränk gekauft. Es gab hier einmal Mango Chupa Chups, Strawberry Chupa Chups und dann gab es das Ganze auch noch mit Melon. Ja, diese Getränke habe ich mitgenommen. Ich glaube, davon habe ich jeweils drei. Das habe ich nur das hier gefunden, dass wir uns dann später durchkosten. Das werde ich auf jeden Fall dann mit den Kindern zusammen machen. Und dann habe ich diverse Durstlöscher gekauft. Die gibt es ja bei uns nicht in den Geschäften in Österreich.
Bereich, also außer beim Action, oder ich glaube, bei Müller gibt es die auch, habe ich schon mal irgendwo gelesen, aber nicht bei allen Müller auf jeden Fall, also nicht bei uns hier am Land. Hoppala. Ja, auf jeden Fall habe ich hier mitgenommen Multivitamin, Eistee, Pfirsich, ja, Sauerkirsch, Zitrone. Zitrone, das ist mein Favorite. Also ich weiß, die anderen habe ich jetzt noch nicht probiert, aber Zitrone ist mein Lieblings-Eistee. Und last but not least, Wassermelone, fand ich auch cool. Werden wir uns natürlich auch durchkosten, aber davon habe ich jeweils nur eins mitgenommen. Weil, weißt du, wenn die nicht gut schmecken, ist dann doof. Dann habe ich hier auch noch Söckchen. Ich glaube, das ist schon das letzte Kleidungsstück, was da drinnen ist für die Luisa. Die Luisa hat jetzt keine Söckchen, also hat schon Söckchen, aber heute am Morgen habe ich keine Söckchen gefunden. Und deswegen habe ich die mitgenommen für sie. Ja, Söckchen, Mickey Mouse. Und ich finde, die haben echt süße Socken. Also da habe ich schon öfter welche gekauft. Auch Unterhosen finde ich ganz süß bei Action. Gibt es immer so schöne Designs und die passen gut und kosten echt nicht so viel. Dann habe ich was richtig Cooles entdeckt bei Action. Und zwar Olaplex oder beziehungsweise, wie heißt das? Plexcare. Gibt es einmal Nummer 1, das Shampoo. Dann gibt es auch Nummer 2, Conditioner. Und es gibt sogar Nummer 3, Hair Mask. Wie krass ist das bitte? Ich meine, ich frage mich, ob das irgendwie an das Original rankommt. Ich habe keine Ahnung. Ich werde das mal ausprobieren. Ich habe das Original zwar noch nie ausprobiert, aber ja, ich weiß nicht. Ich werde auf jeden Fall nur von dem mal berichten. Könnt ihr mir gerne schreiben, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, ob das gut ist oder ob ihr da einen Unterschied erkennt. Ich meine, warum nennt sich das gleich? Es muss da irgendwie schon eine Verbindung sein, meiner Meinung nach, sonst dürfte es sich nicht so nennen. Es war auf jeden Fall super günstig. Ich meine, Olaplex Pflege ist ja sehr teuer, aber es ist, glaube ich, so eine Pflege oder so eine Pflegeserie, Haarshampoo, Conditioner und Maske für gefärbte Haare, die einen Haarbruch erlitten haben. Leute, die halt ihre Haare blondieren oder Strähnchen machen. Und das fand ich dann halt schon nice. Dann habe ich mir noch was hier Cooles für die Haare gekauft. Und zwar so eine Massagebürste. Scalp Massage Brush. Ich sehe den Papa schon, wenn er dieses Video schneidet. Er fragt sich, ob ich nicht ganz dicht bin, dass ich mir sowas gekauft habe. Aber ich finde sowas cool. Ich habe halt auf jeden Fall auf TikTok gesehen, dass das A und O, wenn man will, dass seine Haare schneller wachsen, eine Massage ist für die Kopfhaut. Und das ist echt angenehm. Aber mache ich das? Mache ich das jetzt regelmäßig? Ich sollte es, okay? Auf jeden Fall habe ich mir das jetzt gekauft und ich möchte, dass meine Haare dadurch schneller wachsen. Ist auf jeden Fall sehr gesund. Aber es fühlt sich sehr gut an. Kann man richtig dabei einschlafen sogar. Dann habe ich mir auch was für meine Skincare gekauft, also beziehungsweise zum Abschminken. Ich liebe ja so reusable Make-up-Pads, nicht Hose. Das sind solche kleine Schwämmchen. Also so schaut das aus. Und damit schminkt man sich ab und ja, reinigt sich und danach kann man es waschen. Ist auch voll praktisch und ich habe da schon mehrere davon. Sind aber halt immer regelmäßig in der Waschmaschine oder hier und da und haben wir gedacht, ich kaufe mal neue auch zum, ja, zum ein bisschen wechseln. Wenn die, manchmal nach einer gewissen Zeit werden die nicht mehr so schön, also werden die hässlich und dann schmeißt man sie weg. Also wenn die dann nicht mehr so irgendwie Produkt aufnehmen. Ja, und da habe ich mir 10 davon mitgenommen. Ist auf jeden Fall ganz klein und süß und kann sie waschen. Dann habe ich mir auch diese Creme mitgenommen, wobei ich nicht sicher bin, ob das so eine ist, wie ich sie immer sonst nutze. Ich habe ja immer so eine Nivea-Creme als Handcreme. Ich brauche das immer für meine Hände nach dem Händewaschen, durch meine Hände immer eincreme. Aber da steht halt Body Cream. Und normalerweise steht auf der anderen immer Gesicht und Face Body, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht die, was man sonst im Handel kaufen kann. Die riecht sogar noch ein bisschen besser. Sehr gut. Mit Aloe Vera. Joa. Riecht auf jeden Fall gut. Wenn ihr Nivea-Creme mögt, dann probiert mal die mit diesen Aloe Vera. Da ist so ein grünes Ding da. Hydrant Refresh. Sehr, sehr frisch. Sehr, sehr gut. Dann habe ich mir auch etwas für die Handtasche mitgenommen. Kennt ihr das? Ihr seid irgendwo unterwegs und habt verwendet jetzt eine öffentliche Toilette oder irgendwo und da gibt es keine Seife. Das passiert, ist uns schon so oft passiert und ich finde das immer so ekelhaft. Gerade so, wenn man am Spielplatz irgendwo ist und man verwendet dann diese Toilette und dann gibt es keine Seife. Und gerade die Kinder haben da vielleicht irgendwas angefasst und denken sich so, nur mit Wasser ist ja nichts. Und das sind so Soap Leaves, also Seifenblätter. Und das sind halt so kleine, wahrscheinlich so auflösliche Blätter, die man in die Hand nehmen kann und das wird dann zur Seife. Oder gucken wir halt mal rein, muss es eh aufmachen. Ich fand das halt cool und man gedacht, ich nehme das mit. Sehr praktisch, schaut auf jeden Fall so aus. Schaut aus wie so ein Wachspapier, schaut mal. Und das kann man wahrscheinlich hier, wenn man das nass macht und dann so einreibt, wird das wahrscheinlich dann schäumig. Richtig cool. Dann habe ich auch dem Papa so eine Seife gekauft. Also eine vegane Körperseife. Die ist für Face and Body.
Und die hat sehr gut gerochen, deswegen habe ich die mitgenommen. Der Papa ist ja so ein Typ, der verwendet gerne Seifen und keine Duschgele. Die riecht wirklich super gut. Also mittlerweile gibt es richtig gute Seifen, finde ich, auch für die Haare. Ich glaube, für die Haare, ja genau, für die Haare habe ich ihm auch eins mitgenommen. Und zwar hier von Nature Box mit Kokosnussöl. Riecht super, super gut. Und es ist frei von Silikon, Parabenen, Sulfaten. Richtig gut. Ja, aber richtig cool. Also das habe ich für den Papa mitgenommen. Der mag halt sowas total gerne, weil es halt nachhaltig ist. Und man kommt damit auch wirklich lange aus. Ich glaube sogar länger als mit so einem richtigen Shampoo. Dann habe ich für mich auch ein anderes Shampoo mitgenommen für den Urlaub. Also wir fahren jetzt, wir wissen noch nicht, wohin wir in den Urlaub fahren. Aber Hauptsache, ich habe schon Shampoo gekauft. Aber wenn, dann gehen wir irgendwo ins Meer und haben hier da dieses von John Frieda After Sun mitgenommen. Man kennt doch, gerade nach der Sonne ist das Haar ein bisschen so mit ein bisschen ausgetrocknet, und das ist ein belebendes Shampoo, steht drauf mit Gürkchen. Ich weiß nicht, ob es nur so ein Imagebild ist, aber ob das drinnen sein soll. Also doch, mit erfrischender Gurke und kühlender Minze. Riecht auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ja, und hat eine super angenehme Größe, gerade für den Urlaub perfekt, sage ich mal. Bleiben wir gleich bei den Haaren. Für mich habe ich mir ein Trockenshampoo mitgenommen. Es gab dort auch Marken, so wie Batiste. Also nur das, nur diese eine Marke. Aber ich wollte dieses hier mitnehmen, weil ich mir gedacht habe, ich probiere mal diese Marke, die gut ist. Manchmal sind so Fake-Marken von denen ja auch recht gut. Orange Creatives. Ja, keine Ahnung. Kennt die Marke nicht? Vielleicht ist das so eine Eigenmarke von Action. Aber habe die mitgenommen. Dann habe ich den Mädels auch so Lipgloss mitgenommen. Also erstens mal hier für Lara und Luisa. In so einen kleinen Teddy oder was auch immer das sein soll. Mit Apfelgeschmack. Die werden sich sicher freuen. Und für die Michelle habe ich das hier mitgenommen. Fand ich richtig schön. Das ist ein gefärbter Lipgloss. Also Glas. Lipgloss. Also Lipgloss ist gar kein Lipbalm. Das ist ein Lipbalm, also Lippenpflege, und das ist ein Lipgloss. Und schaut aus wie eine Rose. Süß, oder? Michelle wird sich sicher freuen. Für die Michelle habe ich auch so süße Textmarker mitgenommen. Erst letztens hat sie sich welche gekauft. Also eins, eine schöne Farbe. Und da habe ich mir gedacht, die wird sich sicher was über diese kleinen hier freuen. Da kann sie ja die einpacken. Und ja, so süß einfach, weil die so klein sind und irgendwie herzallerliebst ausschauen. Ich hoffe, die malen. Man weiß ja nie bei solchen Nicht-Marken-Textmarkern, ob die dann auch wirklich malen. Naja, hoffentlich. Und als letztes habe ich mir dann noch so Masken mitgenommen. Boah, ich sag's euch, da gab es so viele Masken. Ich war da richtig überfordert. Aber ich habe mir halt das mitgenommen, wo ich gedacht habe, dass ich die nutzen werde. Also erstmal fand ich das hier sehr ansprechend für die Lippen. Ich fand diesen Mund hier sehr ansprechend. Es gab es auch noch mit Gold, aber ich habe halt das mit Rot mitgenommen. Auf jeden Fall verspricht es, dass es die Lippen hydriert, soft und voll macht. Also so, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist da so ein Gel drin, das so ein bisschen britzelt und dann die Lippen so ein bisschen aufblustert. Gehe ich mal davon aus. Ja, so eine Lippenpflege ist halt immer was Nices. Und dann habe ich mir noch diese Masken mitgenommen. Das sind so Augenmasken, seht ihr? Wo man halt quasi unten und oben was drauf hat. Wieso? Man schaut da so aus wie so ein Superhero. Und ja, habe das einfach mitgenommen. Ich mag halt von den Masken ja am liebsten so Augenmasken, wo man halt so ein bisschen dieses Augenlid unten ja, behandelt. Ich mag so ganz Gesichtsmasken. Kennt ihr diese Masken, die man so aufs Gesicht, wo dann nur Augen und Mund ausgespart sind? Die finde ich immer so ein bisschen unangenehm, weil die so kalt sind. Deswegen habe ich mir diese Masken mitgenommen. Aber falls ihr ein Maskenliebhaber seid, dann schaut auf jeden Fall zum Action. Die haben so, so viele Masken. Ich war so ein bisschen überfordert und habe wohl irgendwas mitgenommen. Aber damit bin ich auf der sicheren Seite, weil die gefallen mir bestimmt. Ja, und das war es jetzt auch. Also das hat mich hier ganze 86 Euro gekostet. Das finde ich jetzt auch nicht so viel. Ja, nicht so wenig. Es geht. Hält sich, finde ich, so im Rahmen. Ich habe richtig süße Produkte. Das ist auf jeden Fall mein Favorite. Da werde ich mich auf am allermeisten drauf freuen, das auszuprobieren. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, mein Lieben. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!